das denn? Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, heißt das jetzt Canon oder Canon? Canon? Canon. Also, das kommt ja aus dem Japanischen und ich habe herausgefunden, dass das eine japanische Göttin ist, und zwar die Göttin der Barmherzigkeit. Barmherzig zeigt sich auch Canon mit dem Autofokus, weil meiner Meinung nach ist das der beste Autofokus, den es gibt. So, super, das war natürlich wieder der überragende Vorführeffekt. Ich denke mir, wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, der gesagt hat, guck mal, funktioniert nämlich doch nicht. Der hakt, der Autofokus, der verfolgt das Gesicht nicht richtig. Nein, der verfolgt das perfekt, aber ich habe in 4K aufgenommen. 10-Bit ProRes 4.2.2. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass dann die Übertragung per WLAN auf mein Smartphone passiert. Und das immer noch funktioniert. Deswegen hat es gehakt. Jetzt mache ich es in Full HD. Ich mache mal das so. Ich mache mal so. Jetzt müsste das so. Jetzt gehe ich mal weg. Jetzt bin ich wieder da. Und ihr seht, das funktioniert auch in 4K. Reibungslos, sensationell. Das war jetzt halt nur die Verbindung eben von der EOS Air zu meinem iPhone XS Max. Für Fotografen ist der Autofokus natürlich super wichtig, weil egal in welchen Lichtverhältnissen, hell oder dunkel, wer fotografieren möchte, braucht einen ganz schnellen Autofokus, sofort auf den Punkt gesetzt, bang, und das Foto ist im Kasten. Allerdings, wenn ich filme, hier jetzt mit der Canon EOS R, müsst ihr aufpassen. Da kann man nämlich mit dem Autofokus auch manchmal falsch liegen. Was heißt falsch? Also das ist natürlich auch eine Geschmackssache, aber es kommt so ein bisschen natürlich auch aus der Filmindustrie. Und ich will euch jetzt mal so ein paar Beispiele zeigen und auch in der Menüführung von der Canon EOS R, weil du kannst die Schärfeneinstellung des Autofokus auf schnell oder auf langsam machen. Also ich habe keine Kosten gescheut und habe extra 3 Topmodels auch aus Japan einladen lassen. Und jetzt will ich euch das mal zeigen mit dem Autofokus, den ich in der Einstellung bei der Canon EOS R auf langsam, nicht komplett langsam, ich zeige es gleich nochmal, aber eben so eingestellt habe, dass der schön weich den Fokus setzt. Jetzt gehe ich mal zu dem anderen Model. Das ist nämlich auch eine hübsche. Haben wir die drin, oder wir schwenken mal rüber und dann haben wir ja noch das Baby hier. So, das war jetzt die Einstellung mit einem langsamen Autofokus. Vielleicht schaut er noch mal hin, wenn ich jetzt rüber gehe, so, und dann kommt er schön sanft und weich und stellt scharf. Anders geht so. Also jetzt habe ich den Autofokus Servo auf schnell. So, habt ihr das gesehen, dass dann eben das sehr schnell, das ist natürlich eine Geschmackssache. Ich persönlich bevorzuge etwas langsamerer Autofokus, weil es einfach, oh, ist doch eine hübsche, weil es einfach angenehmer anzuschauen ist. Nochmal rüber.
Bang. So, und jetzt geht es natürlich noch viel einfacher. Und zwar in dem zweiten Menü, in dem Autofokus-Menü, auf Movie Servo AF, also Autofokus-Geschwindigkeit. Dann gehe ich hier runter und kann die AF-Geschwindigkeit, die war nämlich jetzt zum Schluss auf schnell eingestellt. Ich mache diese Einstellung, langsam minus 5. Also dann hat man so ein bisschen diesen Cinematic Smooth Autofokus, der dann langsam scharf stellt. Ja, vielen Dank an die japanische Göttin der Barmherzigkeit, Canon. So heißt das Baby, das ist die Canon EOS R. Ich liebe sie, das ist vom Autofokus wirklich mit das Beste, was ich kenne. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt unten einfach in den Link rein oder was ihr euch vielleicht noch wünscht, was ich filme. Ich bin dabei. Danke. Peace.